Das iMOOCs-Logo, ein Smiley mit Brille. Farbige Würfel und der Schriftzug MECOMOOC. Einblendung der Titelfolie Lernen mit neuen Medien in der Schule. 1.5 Lernen mit neuen Medien als lebenslanger Prozess. Universitätsprofessor Dr. Alfred Berger, Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Innsbruck. Foto von zwei Personen, die in Büchern lesen. Das Lernen mit Medien und über Medien ist selbstverständlich nicht auf die Schule und die Schulzeit beschränkt. Es handelt sich dabei vielmehr um einen kontextübergreifenden, lebenslangen Lernprozess, der sowohl in formalen als auch in informellen Settings und über alle Altersphasen hinweg stattfindet. Vortrag von Universitätsprofessor Dr. Alfred Berger. Die informellen Settings wie die Gruppe der Gleichaltrigen, das Lernen mit Freunden, Kollegen und Kolleginnen und in der Familie haben häufig sogar einen größeren Einfluss auf die Aneignung digitaler Medien als das Lernen in formalen Kontexten wie im Bildungswesen. Auch die selbstständige Auseinandersetzung mit Medien ist in der Regel bedeutsamer als die gezielten medienpädagogischen Betrachtungen der Schule. Angesichts der großen Bedeutung, welches selbstständiges Lernen und ein verantwortungsvoller Umgang mit den neuen Medien haben, kommt der Schule jedoch eine wichtige Aufgabe zu. Schule findet in einem aus entwicklungspsychologischer Sicht günstigen Lebenszeitfenster statt und enthält das pädagogisch-didaktische Potenzial als ertragreiches Lernsetting für die Vermittlung von Medienkompetenzen gestaltet zu werden. In diesem Sinne stellen Investitionen in die schulische Medienpädagogik ein wichtiges gesellschaftliches Postulat dar. Sie dürften einen Beitrag zur Förderung der Kompetenz des lebenslangen Lernens leisten und mittelfristig die Teilhabe mündiger Bürgerinnen und Bürger in einer sich rasch wandelnden, durch digitale Medien geprägten Welt befördern. Der Nachspann mit Quellenangaben und Produktionsdetails wird eingeblendet. Informationen dazu sind im Transkript detailliert aufgelistet.